Ja, herzlich willkommen zu Gerda, Flame and Winter. Wir haben schon eine ähnliche Geschichte gehabt. Das ist schon eine Weile her. Das war, glaube ich, Attentat 1942. Auch auf meinem Kanal. Die Thematik vom Zweiten Weltkrieg. Also ist in dem Sinne hier auf diesem Kanal nicht ganz neu. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß gar nicht, wie mir das entgehen konnte, dass das Spiel heute rauskommt. Ich bin doch froh, dass ich das noch rechtzeitig gesehen habe. Das ist von Entwickler Dontnod, also auch schon recht bekannt. Und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Also es hat auch hier viel mit Entscheidungen zu tun, mit unterschiedlichen Enden. Genau das, was ich sehr gerne mag. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir dann einfach mal starten, ne? Los geht's! Dezember 1939. Nach des Hoffler Atem Går jeg til hjemmeinen hen Just som den gang jeg traf den Fühler Gläden Ich finde das so cool, dass an den Rändern hier so, das so vereist ist. Trist og tvær Reis mod dem, som du har kær Der skalver kolde hjerter Varmes i hjemmeinen skær Okay. Oh. Gerda, der Bahnhof sieht aus wie immer. Wie sich die Stadt wohl verändert hat, seit ich das letzte Mal hier war? Anders, Gerda. Anders. Oh, süß. Dialogentscheidung. Du kannst eine Option auswählen, indem du sie anklickst oder 1, 2, 3 bzw. 4 drückst. Okay. Ich fasse es nicht, dass du endlich zu Hause bist. Wie war die Fahrt? Ganz in Ordnung? Ach, ganz schrecklich. Und wo sind 3 und 4? Oder ist es unterschiedlich? Weiß ich nicht. Ich schaue auch hier anders. Hier haben wir eine Zahl 9. Dänen und Deutsche. Wahrscheinlich wie viele ich kenne. Und hier. Oh, sogar ihre Eigenschaften. Mitgefühl, Auffassungsgabe und Scharfsinn. Also können wir uns richtig hier entwickeln, ne? Boah, wie cool. Oder zeigt es an, wie sehr wir jemanden mögen? Das schauen wir dann einfach, ne? Wie war die Fahrt? Sagen wir mal ganz in Ordnung. Es waren ziemlich viele Leute im Zug, sodass ich den Großteil der Fahrt stehen musste. Es haben wohl alle eilig, für Weihnachten nach Hause zu fahren. Würde dich eine Überraschung aufheitern? Eine Überraschung? Nennen wir es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst musst du raten, in welcher Hand es ist. Oh, links oder rechts? Nehmen wir mal links. In der linken. Ah, da hat die Dame recht. Yes! Ein Schal. Gefällt er dir? Ich war mir nicht sicher, ob... Oh, er ist toll. Vielen Dank. Sogar so toll, dass ich ihn gleich anlegen werde. Ach, wie süß. Wie sehe ich aus? Ach so, das ist so ein Schal für den Kopf. Oh. Als könnte dich nichts aufhalten. Oh, so süß. Huch, Dieter. Ah, Mäuschen, da bist du ja. Wartet mal, wird hier was... Ah, also scheint es tatsächlich die Zahl dafür zu sein, wie sehr wir jemanden mögen? Denke ich mal. Gut. Papa, oh, warum, was? Dann nur die zwei? Hallo. Tut mir leid, dass ich nicht hier war, um dir beim Aussteigen zu helfen. Ich musste einigen Passagieren auf dem anderen Bahnsteig helfen. Herr Klein, schön, Sie zu sehen. Hallo, Anders, gleichfalls. Papa, fällt dir irgendwas an mir auf, das sich verändert hat? Verändert? Nun ja, mal sehen.
Hast du... Oh, diese Frage darf man niemandem stellen, ey. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Den Kopf schütteln oder du bist nah dran? Du bist nah dran. Na dann, Oh, trägst du da einen neuen Schal? Ja, Anders hat ihn mir gerade geschenkt. Tja, der steht dir ausgezeichnet, Mäuschen. Glaubst du, deiner Mutter würde so ein Schal gefallen? Solange er eine andere Farbe hat, oder ich bin mir sicher, sie würde ihn lieben. Und die Farbe sieht doch ganz gut aus, ne? Ich denke, sie wird ihn lieben. Apropos, wie geht es ihr? Ich vermute mal, sie hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt, weil wir zum Abendessen kommen. Ach ja, sie hat mich praktisch mit dem Besen rausgejagt. Also habe ich mich für die Frühschicht am Bahnhof gemeldet. So konnte ich auch für deine Ankunft hier sein. Aber ich schätze, der junge Mann hier war vor mir da. Also, dann lass mich mal deinen Koffer nehmen, Liebes. Nein, nein, lass mich. Oh, jetzt vier Möglichkeiten. Mach nur anders. Ich schaffe das allein. Oder es ist wirklich nicht nötig. Nimm du ihn nur, Papa. Was soll mal anders den nehmen? Ah, das ist Vertrauen. Was, sie vertraut ihrem eigenen Vater nicht so? Hä? Die Stärke des Vertrauens, die eine Person in dich hat. Ach, die Person in dich hat. Das ist ja noch trauriger, dass der Vater ihr kaum vertraut. Beeinflusst, wozu deine, wozu, da, wozu du eine Person bringen kannst. Bei Gesprächen werden dir auf der rechten Seite des Bildschirms Veränderungen im Vertrauen deiner Gesprächspartner angezeigt. Okay, schon dabei. Oh, sogar jetzt auf 10. Aber ich... Oh, und jetzt haben wir es verloren. Oh nein. Vertrauen kann gewonnen und verloren werden, selbst in ein und demselben Gespräch. Das Vertrauen einer Person zu gewinnen, kann dich manchmal das Vertrauen einer anderen kosten. Wow, Leute, ich liebe es. Oh, das wird spannend. Hau ruck und los geht's. Oh nein, ich muss mir Mühe beim Vater geben. Jetzt sieht Papa traurig aus. Versuchen, ihn aufzumuntern. Ach so, oh, das, da hätte ich auch was wählen können, ne? Oder? Auswürfeln. Manche Entscheidungen haben einen ungewissen Ausgang, der ausgewürfelt wird. Ach du meine Güte! Ist das Auswürfeln erfolgreich, dann ist der Ausgang positiv. Scheitert das Auswürfeln, kommt es zu einem unerwarteten oder negativen Ausgang, der die Geschichte aber trotzdem voranbringt. Krass. Oh Papa, bitte nimm dir das nicht zu Herzen. Ich wollte nicht, dass du meinen schweren Koffer trägst. Oh, du hast ja recht. Oh, zum Glück. Deinem alten Vater fällt es nur schwer, sein kleines Mädchen ziehen zu lassen. Nun, dann wird es dich freuen zu hören, dass sie hier in Tinglev bleiben wird. Du kannst jederzeit auf einen Besuch vorbeikommen. Das werde ich, Mäuschen, das werde ich. So, wir sollten den jungen Mann nicht zu lange warten lassen. Oh, da haben wir ja noch die Kurve gekriegt hier, ne? Alle bereit loszufahren? Okay, hier hat sich nichts getan, ne? Nee. Oh. Moin, Herr Klein. Machen Sie Feierabend? So ist es. Ich feiere die Rückkehr meiner Tochter aus der großen Stadt. Ach, stimmt ja. Die junge Dame hier ist nun also offiziell Krankenschwester. Und man munkelt auch, es würden bald Hochzeitsglocken läuten. Hehe. Da war die schöne Bildung doch irgendwie umsonst, was? Also eigentlich werde ich in Dr. Lindholms Praxis arbeiten. Wie äußerst, modern von Ihnen. Herr Klein, sehen wir Sie Donnerstag bei der Parteiveranstaltung? Sicher, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wunderbar, nun, dann lasse ich Sie mal ziehen. Bist du jetzt Mitglied der Partei, Papa? Das bin ich. Dein Onkel Klaus hat mich letzte Woche überzeugt. Ich fasse es nicht, aber warum? Oh, machen wir aber warum? Oh, ist sie sauer?
War das die Aktion mit sauer und die andere wäre vielleicht enttäuscht? Das ist, glaube ich, schlechter, was ich gewählt habe. Sie glauben, dass wir wirklich eine Chance haben, die Grenze weiter nach Norden zu verschieben. Aber was ist mit Mama? Was hat sie denn dazu gesagt? Deine Mutter gewöhnt sich noch daran, aber sie versteht es schon noch. Bei allem Respekt, Herr Klein. Wie können Sie eine Partei unterstützen, die Nazi-Werte gutheißt? Diese Werte sind nicht der Grund, warum ich beigetreten bin. Die Partei bietet uns eine echte Chance, unser Land zurückzubekommen. Es tut mir leid, aber ich muss widersprechen. Wir mögen nur 10 Kilometer von der Grenze entfernt sein. Aber für mich gehört Tinglev zu... Okay, das werde ich jetzt falsch aussprechen. Sonderjylland? Und Sonderjylland gehört zu Dänemark. Hören Sie mal, junger Mann, Sie sind nicht alt genug, um die Geschichte dieser Region zu kennen. Oh nein, das wird hitzig. Oh no! Anders versuche es doch zu verstehen. Also entweder verstärke ich die Beziehung zu den Dänen oder zu den Deutschen. Papa, das liegt in der Vergangenheit. Oh no. Ich weiß es nicht tatsächlich. Das Problem ist, wir haben mit dem Vater so wenig Vertrauen. Wenn ich jetzt mich ständig auf die andere Seite stelle, was ich am liebsten machen würde, hieße das aber, wenn wir in eine Notsituation gelangen, und da werden wir ganz sicher hingelangen, dass uns das Vertrauen fehlt und hier wäre es vom eigenen Vater, weil er sagt ja, er steht ja nicht hinter den Werten. Na, und ich meine, sie sagt ja, sie gibt ihm damit ja nicht eigentlich recht, sondern sie will ihn einfach beschwichtigen, würde ich sagen, oder? Oder nicht? Versuchen wir es einfach. Ist halt so, ne? Also, ja, das ist ein Spiel, das hat wirklich so viele Variationen, das merkt man jetzt schon. Also, krass. Papa, das liegt in der Vergangenheit. Auswürfeln. Erfolgreiches Auswürfeln kann leichter oder schwerer sein. Oh, je nachdem, wie viel Vertrauen dir ein Charakter entgegenbringt. Und unser Vater bringt uns nicht viel Vertrauen entgegen. Welche Gegenstände du bei dir trägst, dein Wissen und andere Werte können das Auswürfeln ebenfalls beeinflussen. Heftig. Warum kramst du das immer wieder hervor? Du bist zu jung, um das zu verstehen, Mäuschen. Es geht um Kultur und Nationalität. Darum, sich in der eigenen Heimat fremd zu fühlen. Oh no, ich habe -1 für Deutsche. Die Stärke der Verbundenheit mit einer Fraktion und den ihr zugehörigen Personen, ein Maß dafür, wie gut du sie und ihre Absichten verstehst. Bei Gesprächen werden dir auf der rechten Seite des Bildschirms die Veränderungen deiner Beziehung zu verschiedenen Fraktionen angezeigt. Boah, aber das ist voll schwer, weil theoretisch, wer will zu der Zeit jetzt hier bei den Deutschen Punkte sammeln? Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, da sind Leute hinter, die uns vielleicht helfen könnten oder ihre Meinung ändern könnten später. Das ist schwierig. Man weiß halt nicht, was kommt. Das ist halt die Sache. Ich weiß nicht, in welche Richtung diese Story gelenkt wird. Sicher ist es nicht ganz so schlimm. Nun, ich schätze, da werden wir uns nicht einig. Oh. Na komm, lass uns nicht den Weihnachtsfrieden stören. Die Nachrichten vom Krieg im Rest Europas sind so schon schlimm genug. Wollen wir nicht nach Hause gehen und das leckere Essen genießen, das Mama für uns gekocht hat? Du hast recht, Liebes. Es bringt nichts, darüber zu streiten. Außerdem ist der Krieg so fern, er wird uns hier nie erreichen. Oh. Schließlich ist das Dänemark. Es tut mir leid, anders, aber es wird anders kommen, als du denkst. Sorry. Ja. But war did come. Only a few months later, on April 9th, 1940, Oha. German forces crossed the Danish border. Aber der Krieg kam nur ein paar Monate später. Oh, ich kann es gar nicht so schnell lesen. Only a generation before, the occupiers were received warmly. In other towns, with hostility.
Also der Krieg kam auch nach Dänemark. Okay, nach 2 Stunden hat schon die Regierung kapituliert und nach 4 Stunden wurden die Kampfhandlungen schon eingestellt. Ne? The king gave a speech, urging calm and cooperation to avoid needless bloodshed. Ja, der König hat eine Rede gehalten, dass sie Ruhe bewahren sollen und kooperieren sollen, um Blutvergießen zu vermeiden. For years, life moved along normally, if a bit uncertain. And some of us delayed our lives, waiting for the war to end. Ja, die Weißen haben versucht, drauf zu hören. Mostly communists and young students made trouble for the Germans with limited public support. Ja, und es gab halt ein paar nur Aufständische, die dagegen gegangen sind. But then, ne? In 1943, the winds of war blew in from the east and German supremacy no longer seemed assured. Then more Danes began to rise up. And the occupation became more violent. The Germans disbanded the Danish military, took over our police, and began shooting those who rose against them. Okay, es ist aber dann ab 1943 schlimmer geworden und dann ging es trotzdem auch los, ne? Die Deutschen wurden aggressiver. Ja, aber keine Seite hatte eine weiße Weste. Ja, das ist es eben, ne? Ja, selbst denen kämpften gegen denen, ja. Also es gab viel Blutvergießen, ne? Even in our little rural hamlet, the soldiers came. The Gestapo came. The war bared its bloody fangs. Ja, selbst in ihr ländliches Dorf sind die Soldaten gekommen, ne? Abroad, German lines were collapsing. Their forces folding under Allied advance. But our town was a powder keg, ready to explode. Oha. Also, die Lage spitzt sich zu, ne? We only had to keep our heads down a little longer. Ja. Man versucht irgendwie durchzukommen, ne? Mit der Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei sein wird. Noch ein bisschen durchhalten. Okay, was erwartet uns jetzt? Februar 1945. Rums. Au! Was ist los? Entschuldigung. Ich stolpere nur in den frühen Morgen. Ich wollte dich nicht wecken, Liebes. Wie spät ist es? Du meine Güte, gerade mal 4. Warum bist du denn so früh wach? Peter hat einen Kunden versprochen, dass wir sein Auto vor dem Mittagessen repariert haben. Typisch Peter, immer in Eile. Sie können es sich nicht leisten, Kunden zu verlieren. Aber du, könntest du deine Frau nicht noch ein bisschen länger warm halten? Hier drin ist es eiskalt. Ich würde ja gern, aber ein geschäftiger Tag ruft. Dieser Kunde wird richtig sauer sein, wenn wir sein Auto nicht rechtzeitig fertig haben. Brauchst nicht aufstehen, ich hab dir Frühstück dagelassen. Hab einen schönen Tag, Liebling. Ich füttere noch die Hühner, bevor ich gehe. Okay. Oh, cool. Ich schlafe sowieso nicht wieder ein. Dann kann ich genauso gut aufstehen und mich ums Frühstück kümmern. Oh, wie cool. Wir können hier rumlaufen. Das ist ja wie in Sims-Perspektive hier. Umherbewegen. Klicke auf den Boden, um zu diesem Ort zu gehen. Oder benutze WASD. Ja, WASD und D. Alles klar. Können also so oder so. Gut. Schau mal, können wir irgendwas hier anklicken, uns irgendwas anschauen? Nee, hier erstmal nicht. Wir können wahrscheinlich hier in den Nebenraum gehen. Interessante Orte. Um mit einem interessanten Ort zu interagieren,
Klicke ihn einfach an. Du kannst dich ihm auch nähern, bis er hervorgehoben wird. Und dann Leertaste drücken. Ah, okay. Ach, hier sieht man das dann, ne? Kann man das auch anklicken? Ein Brief von Moore. Sie hat das gute Papier benutzt. Untersuchen. Machen wir das mal. Mama schickt mir jede Woche einen Brief, seit sie nach Kopenhagen umgezogen ist. Was ich mich die ganze Zeit frage, wäre sie wohl auch umgezogen, wenn Papa sich nicht der Partei angeschlossen hätte? Also ist die Mutter getrennt von ihm weggezogen? Interessant. Sonst gibt's hier soweit nichts, ne? Können wir auch hier entlang? Ich weiß, wir können da noch schauen. Wobei, die Klinke ist abgegriffen, sie wurde viel benutzt. Ne, ich öffne sie erstmal nicht. Gehen wir. Ah, ich dachte, hier ist noch eine Tür. Da ist aber keine. Okay, dann müssen wir da entlang öffnen. Ich sollte das Haus aufräumen und etwas zu essen machen. Hat er nicht gesagt, er hat Frühstück dagelassen? Erinnerung. Klicke beim Erkunden auf Gerda und drücke G, um dich an dein aktuelles Ziel erinnern zu lassen. Okay, machen wir das mal. Ah, es wird dann angezeigt, was man jetzt machen soll, ne? Oh, praktisch, praktisch. Hier haben wir ein bisschen Essen. Das können wir uns aber alles nicht so anschauen. Hier gibt's was. Wahrscheinlich geht's da ums Essen. Gehen wir da erstmal hin. Haferbrei, ein kräftigender Start in den Tag. Ah, wahrscheinlich ist das, was Anders uns da gelassen hat. Ja, oh, Anders hat mir Haferbrei gemacht. Aber der Herd ist ausgegangen. Den Herd mit einem Streichholz anmachen. Ich habe aber noch keinen gefunden. Ich brauche etwas, um den Herd anzumachen. Voraussetzung. Manche Wahlmöglichkeiten sind gesperrt, wenn du nicht über einen gewissen Gegenstand, gewisse Kenntnisse, Beziehungen oder genug Vertrauen verfügst. Ich glaube, die Streichhölzer sind im Wohnzimmer. Okay. Da müssen wir uns echt alles gut anschauen, dass wir nichts auslassen. Streichholzschachtel, sehr nützlich in diesen dunklen Zeiten. Definitiv. Ah, na bitte. Gut, dann haben wir das. Hier noch was. Ich will halt nichts auslassen, ne? Können wir hier noch rein? Hier geht's wahrscheinlich nach draußen, ne? Aber ich kann hier auch mit nichts interagieren. Schauen wir mal. Haustier, die kalte Winterluft dringt durch die Ritzen. Ohne Frühstück kann man nicht in den Tag starten. Ja, das ist wahr. Ich sehe mal nach, was Anders mir in der Küche dagelassen hat. Okay, okay, okay. Dann gehen wir hier einmal hoch und holen uns den Haferbrei. So. Kosten. Wenn du eine Option wählst, die einen bestimmten Gegenstand erfordert, wird dieser normalerweise dabei verbraucht. So. Oh, es ist noch etwas Zucker übrig. Jetzt hineingeben oder am Ende hineingeben? Machen wir jetzt dazu. So löst sich der Zucker besser auf, ja. Ich kann etwas aufräumen, während ich warte. Es ist ganz schön unordentlich hier. Ach ja? Fortschrittsbalken. Manchmal musst du entweder schnell, oh nein, oder besonnen handeln. In diesen Fällen erscheint ein Fortschrittsbalken in der Ecke rechts oben. Der Balken füllt sich, wenn du mit der Umgebung interagierst und mit Leuten sprichst. Wenn er komplett gefüllt ist, können manche Gelegenheiten vorbei sein. Okay, dann räumen wir mal Weihnachtsschmuck. Das liegt hier schon seit Neujahr rum. Weihnachten war vor über einem Monat. Ich sollte das wirklich wegpacken. Später. Ich werde... Was? Ich sollte das Haus aufräumen und etwas zu essen machen. Ja, aber... Schätzele. Ich dachte, sie räumt das weg. Sofakissen. Sie sind schon etwas zerschlissen. Gestern Abend saßen wir am Feuer. Ich sollte die Kissen zurück an ihren Platz legen. Hat sie mitgenommen, ne? Was ist hiermit? Ups. Anders Zeichnung. Bilder von Spatzen, Finken und einer hochnäsig dreinblickenden Ente. Anders muss lang aufgeblieben sein, um sie zu zeichnen. Ich lege sie nur ordentlich aufeinander. Okay. Hier noch was machen? Nee, ne? Was ist das hier? Mein Tagebuch. Das habe ich von meiner Mutter. Ich notiere darin einfach alles. Das nehmen wir mit. Wie ist es denn hierher gekommen? Öffne dein Tagebuch, indem du auf das Symbol in der oberen linken Ecke klickst oder Tabulator-Taste drückst.
Ah, cool. Kann man sich Sachen dann wieder nochmal anschauen? Geh mal hier hin. Schaffen wir das noch hier hin? Hier, Teller. Wegräumen. Wir sollten wirklich den Tisch abräumen, wenn wir mit dem Essen fertig sind. Was ist das für ein Geruch? Oh nein, der Haferbrei. Oh. Oh, verbrannt. Ich hätte vorher hingehen sollen, ne? Ich habe Haferbrei und Zucker verschwendet. Ich sollte vorsichtiger sein. Ich sehe mal nach, ob Anders schon los ist. Ich konnte mich gar nicht richtig verabschieden. Vielleicht füttert er noch die Hühner. Ich habe es mit dem Saubermachen etwas übertrieben und darüber. Was? Ich habe es mit dem Saubermachen etwas übertrieben und darüber meinen Haferbrei anbrennen lassen. Ich sollte besser aufpassen. Heutzutage gibt es von allem nicht viel. Oh, cool. Hier kann ich mir das anschauen. Geisteskraft, Mitgefühl, Auffassungsgabe, Scharfsinn. Beziehung zu den Dänen, deutschen Widerstand und Besatzer. Boah, das wird richtig kompliziert mit den Beziehungen. Ein roter Schal und Streichhölzer habe ich jetzt momentan. Leute, kenne ich bis jetzt nur Dieter und Anders. Wieso? Hey, ist das rot? Ach so, ich kann. Oha! Oha! Oh, Geheimnisse. Er hat sich in letzter Zeit oft damit beschäftigt, Vögel zu zeichnen. Das habe ich ja gerade eben erst herausgefunden, ne? Hier, Anders Larsen, Dänisch 26, Mechaniker. Mein geliebter Ehemann. Wir lernten uns beim Tanzabend kennen, kurz bevor ich für meine Krankenschwesternausbildung fortging. Immer wenn ich nach Hause kam, nahm er mich mit, um die örtliche Tierwelt zu beobachten und begeistert über die verschiedenen einheimischen Vögel zu reden. Eine unserer Lieblingsstellen war eine alte Fischerhütte am See. Ich erinnere mich an einen Sommer, als Anders beim Versuch, einer Entenfamilie auszuweichen, unser Boot zum Kippen brachte. Ich musste so über seine beherzten Versuche, sie nicht zu stören, lachen, dass ich gar nicht merkte, wie sich mein Kleid mit dreckigem Seewasser vollsog. Aber das war es wert. Er hat sich immer Mühe gegeben, die kleinen Dinge im Leben zu achten und zu beschützen. Das gehört zu den Dingen, die ich am meisten an ihm liebe. Och, wie süß. Dieter, Deutsch, 51, Bahnhofsarbeiter. Mein lieber Papa, er arbeitet im Bahnhof und ist einer derjenigen, die sich noch lebhaft an die Zeit erinnern, als das Gebiet um Tinglev noch deutsch war. Trotz seiner höchst patriotischen Einstellung verliebte er sich in eine Dänin namens Ingrid Olsen, meine Mutter. Dann wurde ich geboren und eine Zeit lang schien es, als könnte nichts unsere kleine Familie entzweien. Doch dann kam Hitlers Regime und das Versprechen einer Rückkehr von Land und Kultur nach Deutschland brachte meinen Vater und viele in seiner Familie dazu, sich für das Korps der Zeitfreiwilligen zu melden, einer örtlichen Einheit, welche die deutsche Besatzungsmacht unterstützte. Nach dieser Entscheidung fuhr meine Mutter umgehend zu ihrer Schwester nach Kopenhagen. Bisher ist sie nicht zurückgekehrt. Oh, und hier haben wir auch zwei Geheimnisse, die wir noch herausfinden können. Historische Fakten. Oh wow, man kann ganz viel zu den historischen Fakten noch lesen. Das ist ganz schön viel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nach und nach lesen werde. Ich werde zur Sicherheit jetzt einmal kurz das einblenden. Wer möchte, kann hier Stopp machen und sich das einmal selber durchlesen. Einmal hier. Wobei, so viel ist das gar nicht, ne? Einmal hier, zack, so und einmal hier. Ah, hier ist es von oben, so, so und so. Okay. Und wir schauen mal, ob ich zwischendurch vielleicht doch dann so einiges durchlese. Aber jetzt haben wir hier schon so viel gelesen. Ich finde, wir können da erstmal weitermachen. Ja, die Arme hat's. Ich habe gedacht, wir müssen wirklich abwarten, bis sie da fertig ist. Aber anscheinend hätten wir schon vorher gehen sollen. Ach du meine Güte, Anders hat seine Jacke vergessen. Er muss schrecklich frieren. Hoffentlich erwische ich ihn noch. So. Alter Mantel, zerschlissen und voller Mottenkugeln. Was ist das? Da ist etwas in der Innentasche, und zwar eine Lebensmittelmarke. Anders muss vergessen haben, sie mir zu geben. Da habe ich gleich einen guten Grund, heute nach der Arbeit zum Markt zu gehen. Ah, cool. Ja, dann wollen wir mal raus. Was ist das hier? Weihnachtsbaum, O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie sehr bist du vertrocknet?
Können wir vielleicht Holz mitnehmen? Ja, wir sollten Feuerholz daraus machen. Finde ich auch. Was gibt es hier Schönes? Aber ich muss sagen, ich genieße das voll. Das ist so beruhigend, die Musik und so. Wasserpumpe, sie ist eingefroren. Nutzlos, bis wir sie vom Eis befreien. Oh, schade. Muss man sich drum kümmern. Ich weiß, anders ist hier vorne. Ich will nur einmal kurz schauen, ob es hier hinten noch was Interessantes gibt. Oh, das sieht auch so schön aus hier. Das sieht so warm aus einfach. Jetzt außerhalb vom Schnee. Ich will noch nicht nach draußen. Okay, also da geht es nicht lang. Aber es scheint mir auch hier erstmal nur so ein Tutorial zu sein, dass man versteht, wie so die Mechanik dieses Spiels ist. Bis jetzt mag ich es ganz gerne. Ist hier noch was Interessantes? Nee, ne? Gut, dann sprechen wir mal mit Anders. Oh, Gerda, lauf nicht zu weit weg. So, die Hühner haben ihn umzingelt. Die Hühner sehen auch voll süß aus. Oh, du hättest nicht aufstehen müssen. Konsequenzen. Manchmal reagieren Leute aufgrund deiner früheren Handlungen und vergangener Ereignisse auf dich. Das erkennst du an einem kleinen Text oben in ihrer Sprechblase. Oh. Warum riecht deine Kleidung nach Lagerfeuer? Vielleicht habe ich es mit dem Saubermachen wieder übertrieben. Der Haferbrei ist angebrannt. Tja, schieben wir es auf den frühen Morgen. Konnte nicht schlafen. Sorgst du dich wieder um die Hühner? Ich fürchte einfach, dass es zu kalt für sie ist. Oh, denen wird schon warm genug sein. Aber was ist mit dir? Den hast du drin vergessen, du Dussel. Tagebuchaktualisierung. Wenn du etwas Wichtiges bekommst oder verlierst, erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms ein Fenster. Klicke es an, um in deinem Tagebuch mehr Informationen dazu zu erhalten. Oh, danke, Schatz. Cool. Viel besser. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Hör mal, Gerda. Hm? Oh, das müssen die Jungs sein. Ich muss das nur noch zu Ende bringen. Kannst du ihnen sagen, dass ich gleich da bin? Peter und Torben kamen vorbei, um Anders abzuholen. Schauen wir uns das kurz an. Die beiden sind immer entweder am Zanken oder am Rauchen. Oder beides. Okay. Dann sagen wir mal den Bescheid. Hier sind die beiden. So. Guten Morgen, Jungs. Warum denn so zahlreich? Morgen, Gerda. Torben nimmt uns heute alle mit. Boah, wir haben vertraut uns null. Die verdammten Deutschen haben mir die Fahrerlaubnis abgenommen. Immer derselbe Mist über Benzinknappheit. Schwachsinn. Vergiss nicht, dass Gerda halb Deutsch ist, Peter. Oh. Und Torben hat auch null Vertrauen zu uns. So habe ich das nicht gemeint. Ich rede von den verfluchten Nazis. Jede Woche muss ich denen belegen, dass ich die Fahrerlaubnis brauche. Sie können wirklich etwas übereifrig sein. Naja, es herrscht doch wirklich Knappheit. Hm. Ja, damit würden wir... Es ist ja alles... Boah, ist das schwer. Ich nehme erstmal das. Oh, Besatzer minus 1. Das sind... Die Besatzer gehören zu den Deutschen, ne? Denn es gab ja noch den Widerstand. Schauen wir dann noch. Wechselnde Beziehung. Deine Beziehung zu einer Fraktion verändert sich, wenn du etwas tust, das sie positiv oder negativ beeinflusst. Selbst wenn niemand aus dieser Fraktion anwesend ist. Oha. Kannst du laut sagen, je eher sie hier verschwinden, desto besser. Das würde ich nicht so herumposaunen. Man weiß heutzutage nicht, wer zuhört. Ist es eigentlich möglich, hier neutral zu bleiben? Das frage ich mich jetzt gerade. Weil wenn wir Besatzer und Widerstand haben, Deutsch und den. Aber warum haben wir Deutsch und den, wenn Besatzer und Widerstand? Das verwirrt mich. Oh, okay. Das würde ich nicht so herumposaunen. Man weiß heutzutage nicht, wer zuhört. Die werden sich kaum um den Tratsch einer Krankenschwester und eines Mechanikers scheren. Das meinst du? Ich brauche eine Kippe. Peter, hast du mal Feuer für mich? Das ist das Mindeste, was du tun kannst, wenn ich dich schon den ganzen Morgen umherkutschiere. Was ist aus deiner dänischen Großzügigkeit geworden?
Ich kann mir nicht leisten, großzügig zu sein. Hast du mal Feuer für mich? Mir gehen noch die Streichhölzer aus. Hier, ich hab Feuer. Hör vielleicht besser auf damit, Torben. Ach, jetzt gib ihm doch Feuer, Peter. Also, ich finde, er sollte lieber aufhören zu rauchen, weil das Geld wird er gebrauchen. Aber dann werde ich wahrscheinlich Minuspunkte sammeln, ne? Und ich könnte es ihm auch geben, dann würde ich wahrscheinlich bei ihm Pluspunkte sammeln. Geben oder nicht geben, das ist hier die Frage. Er wird mich hassen, ne? Aber machen wir das mal. Ich wette, die anderen würden es jetzt einfach geben. Ich probiere einfach was aus. Ja. Risiken und Belohnung. Manchmal musst du dich zwischen einem Auswürfeln mit ungewissem Ausgang, aber potenziell hohem Gewinn, einer Option mit Bedingungen, die dich Wert oder Gegenstände kosten können, aber eine positive Wirkung haben, und einer Option ohne Kosten, aber einem eher neutralen Ausgang entscheiden. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Oh, puh, zum Glück. Aber glaub ja nicht, dass ich das vergesse, Peter, du undankbarer Geißhals. Guten Morgen, Leute. Das hat Gerda auch gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob das schon als morgen durchgeht. Wird auf jeden Fall ein langer Tag. Dann fangen wir mal an. Ich lasse dich auf dem Weg zum Markt an der Werkstatt raus. Ich gehe nach der Arbeit zum Markt. Hast du da heute Arbeit? Oh, frage ich oder frage ich nicht? Ich will mich auch nicht einmischen. Ich frag mal. Könnte sein, aber nicht viel, fürchte ich. Ab ins Auto mit euch. Ich würde mich gern von meiner Ehefrau verabschieden. Das wird ein langer Tag in der Werkstatt. Na, vielleicht bringe ich dir etwas Schönes vom Markt mit. Du bist ganz schrecklich süß. Und du ganz schrecklich trottelig heute. Ich habe meine Momente. Nehmen wir das. Das muss an der Kälte liegen. Rein mit dir, bevor du dir noch was wegholst. Ich habe einen schönen Tag, Liebling. Ja, süß. Gerda? Warum habe ich das Gefühl, dass es gerade ein ganz wichtiger Moment ist? Ja? Ich liebe dich, Entchen. Ja. Ich mag dich auch, Dusselchen. Oh no. Und wir sehen ihn bestimmt nie wieder. Okay. Gibt es hier eigentlich eine Speicherfunktion? Oh. When the war came to Denmark, we were not forced out of our homes, and soldiers did not point their guns at us, but scarcity made itself known. Our lives became more muted, and our indulgences became more and more modest, until a pinch of sugar became a luxury. Still, we had a livelihood, and the simple pleasures of life remained to us, perhaps painted stronger than ever before. Okay, kann ich das hier noch durchlesen? Warte mal, entscheide dich, wie du dazu stehst. Je nach Wahl kostet es dich Geisteskraft. Diese kann eingesetzt werden, um schwierige Situationen zu meistern. Okay, ich kann mir das nochmal durchlesen. So, ein ruhiger Morgen. Als der Krieg nach Dänemark kam, wurden wir zwar nicht aus unseren Häusern vertrieben oder mit vorgehaltener Waffe bedroht, aber wir mussten lernen, mit Einschränkungen zu leben. Unsere Leben wurden stiller und unsere Ansprüche nach und nach geringer. Am Ende war sogar eine Prise Zucker schon Luxus. Trotzdem hatten wir ein Auskommen und uns blieben die einfachen Freuden des Lebens. Vielleicht waren sie sogar befreiender als jemals zuvor. Und jetzt kann ich aussuchen. Ich konnte mich nicht für den allgemeinen Kriegsverlauf interessieren. Ich wollte nichts als meinen Kopf unten zu halten, bis er vorbei war. Das war das Sicherste. Ich wusste, dass der Krieg in anderen Ländern härter zugeschlagen hatte, aber es war schwer, sich von einem warmen Herd im Norden aus in die Lage der Betroffenen hineinzuversetzen. Oder die Nazis waren unter dem Deckmantel der Freundschaft gekommen, aber man musste kein Genie sein, um zu merken, wie zerbrechlich diese Maskerade war. Ich bin für Sicherheit und sich klein zu halten, weil ich glaube, wir werden unsere Momente später schon haben. Hier habe ich das Gefühl, würden wir Empathie verlieren.
weil sie sich halt in andere nicht hineinversetzen kann in der Lage. Und hier wäre das so ein bisschen, ja, ein bisschen aktionsreicher, sagen wir es mal so. Nehmen wir erstmal das. I couldn't bring myself to care about the wider war. I only wanted to keep my head down until it was over. That was the safest path. Oh, Auffassungsgabe haben wir 2 gekriegt. Cool. Ich weiß zwar noch nicht, wie uns das weiterhelfen wird, aber es klingt gut. Wartet mal, lass mich mal kurz... Achso, ich kann nur fortsetzen. Das Spiel speichert jedes Mal, wenn du die Karte aufrufst. Ah, gut zu wissen. Okay, dann hat es gerade eben gespeichert. Dann würde ich sagen, das wäre erstmal so das Ende für die erste Episode. Ne, es geht morgen weiter. Also ich muss sagen, bis hierhin finde ich das mega interessant. Das Spiel hat mega Potenzial. Deswegen bin ich einfach so gespannt, was sie daraus machen, ne? Und welche Möglichkeiten es alles gibt. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.